Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin's mal wieder, der Ron, und wir spielen, in Anführungsstrichen muss man sagen, The Vanishing of Ethan Carter. Es ist weniger ein Spiel als mehr eine narrative Erfahrung, also mehr eine interaktive Geschichte, sagen wir es mal so. Ich wollte es eigentlich im Livestream machen und dann im Nachhinein erst auf YouTube hochladen. Allerdings hat OBS sowas von Schwierigkeiten gemacht, dass ich mir gedacht habe, okay, komm, ich möchte es euch nicht ganz vorenthalten und mache es direkt als Aufnahme. Hier mit DxStory klappt es. Von daher, lass uns nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken und lass uns einmal neues Spiel machen. Ja, und es lädt einmal, das ist ja auch okay. Dieses Spiel ist eine narrative Erfahrung und nimmt dich nicht an der Hand. Ja. Okay, das sagte ich gerade schon, bis auf an die Hand nehmen. Ethan Carter, I didn't know. But he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail, but soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. Okay, also, gucken wir doch einfach mal, was wir machen müssen. Ich weiß es nicht wirklich. What the fuck? Fühlen. Lass uns doch mal fühlen. Erhalten. Muss ich noch länger halten? Nee. Falle. Erhalten. Irgendwie hätte ich mir denken können, dass das eine Falle ist. Wer wäre da nicht jetzt drauf gekommen, wenn uns das Teil fast erschlagen hätte? Glauben wir jetzt einfach den Eisenbahnschienen nach? Oder was machen wir jetzt am besten? Einfach mal schauen. Noch eine Falle. Fühlen. Fühlen. Und es ist auch eine Falle. Ich glaube, ich sollte mal eher auf den Eisenbahnschienen laufen. Wenn ich hier zu weit anscheinend vom Weg abkomme, dann haut es mich weg. Also gehen wir... Ich schätze mal, können wir springen? Ja, also wir können da hinten lang, wir können aber auch links den Weg lang gehen. Gehen wir jetzt hier links lang oder... Gehen wir hier geradeaus. Ich würde mal einfach sagen, dass wir geradeaus gehen. Machen wir jetzt auch. Ach, das sieht aber echt schön aus. Muss man wirklich sagen. Bridge is closed. Okay. Ja, das ist mir egal. Ich laufe trotzdem einfach mal drauf zu. Ach, guck mal, schön. Seemed like a quiet, ordinary place. I've learned two things in my life. No place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. Oh, ich mag die Narrator-Stimme. Die hat so einen schönen Bass drin, so eine leichte... Das gefällt mir richtig. Die Brücke sieht auch super sicher aus, wenn wir mal ganz offen sind. Also hier würde ich nicht tagtäglich drüber laufen wollen, auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit. Naja, was soll's. Wir laufen einfach mal weiter. Mal gucken, was uns erwarten wird. Es ist sehr mysteriös bisher für mich, muss ich ganz offen sagen. Die bricht auch fast unter mir her. Da haben wir einen Zug. Tschut, ich mag Züge. Hi. Können wir da rein? Nee. Können wir da irgendwas mitmachen? Das möchte ich mir einmal angucken. Vielleicht können wir ja irgendwas damit machen. Betreten. Ja, guck, das geht doch. Und rein da in die gute Stube.
Ich hab's auch noch nicht gespielt, also für mich ist es echt blind. Wir haben nicht wirklich Strom auf der Kiste hier. Ne, da tut sich nichts. Also aussteigen. Gehen wir wieder raus aus der guten Stube. Machen uns weiter auf den Weg in den Wald hinein. Ach, wie das Licht durch die Bäume schimmert, schön. Jetzt ist die Frage... Gehen wir einfach mal rechts runter oder gehen wir geradeaus weiter? Wir gehen geradeaus weiter. Sicher, sicher. Ich weiß auch noch nicht wirklich, was mein Ziel ist, aber das wurde ja auch am Anfang gesagt, dass das Spiel uns nicht mit an die Hand nimmt. Und naja, gucken wir doch einfach mal, wie sich das Ganze entwickeln wird. Oh. Ich glaube, das ist nicht so gut gelaufen wie jemanden. Oder etwas. Vielleicht war es ja auch ein Tier. Reste. Oh nein, das war kein Tier, das ist ein Fuß. Blutspur, Opfer, weggezerrt, weggekrochen, Opfer, abgetrennte Beine. Sollen wir da nachgucken oder sollen wir... Ich glaube, wir gehen einfach mal dahin. Immer rein in die Action, immer rein da. Naja, ist ja nur ein Spiel, ne? Oh, da ist der Rest. Lecker. Blut vom Bein, Blut von. Gebrochener Schädel. Todesursache, Blutverlust, Kopftrauma. Vielleicht ist er auch einfach nur tot, weil der Zug ihn so massiv erwischt hat, dass er so viel Blut verloren hat. Noch nicht. Todesort von dritter Person gestört, mit der Zeit zerfressen. Was sind wir? Berühren? Was haben wir eigentlich hier für eine Fähigkeit? Ist das so eine Sherlock Holmes Fähigkeit? Gehen wir jetzt da rechts runter oder... Ja, komm, wir gehen hier rechts einmal runter. Links herum einmal. Und hallo. Irgendwie habe ich schon so ein bisschen Schiss. Aber nur so ein kleines bisschen, ne? Weil es ist so... Es ist so... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist einfach so... Das Spiel sagt dir aktuell gar nichts. Und du stehst da und... findest erstmal eine Leiche. Das ist so, als ob du im echten Leben einfach mal durch den Wald spazieren gehst und dann liegt da eine Leiche. Na, wie würde man sich dann da wohl fühlen? Ja, da unten war nicht wirklich viel, aber hier vorne geht's weiter. Da haben wir ein paar Container, Zugcontainer. Links im Wald ist da irgendwas. Kriegen auch mysteriöse Musik gerade im Hintergrund. Können wir das auf? Nee. Können wir damit irgendetwas veranstalten? Vielleicht hineingucken oder ähnliches? Nee. Dann gehen wir geradeaus weiter. Gehen wir da zu dem Bahnhof? Ich würde sagen ja. Komm, wir gehen zu dem Bahnhof. Oh lala, es ist gar nicht unheimlich. Gar nicht unheimlich. Aber es sieht schön aus. Sieht echt schön aus. Es ist quasi gerade so ein bisschen Daisy in schön, vom Look her. Ach, schön. Guck mal, ein kleiner Bahnhof. Wieso auch immer hier ein Bahnhof mitten im Nirgendwo ist, das... Wieso? Wieso stellt man einen Bahnhof mitten im Nirgendwo auf? Wer möchte denn hier aussteigen? Also ich kann sicher nicht. So. Ich gehe mal weiter geradeaus. Vielleicht sollte ich auch nicht so auf den Schienen langlaufen. Nicht, dass dahinter doch noch irgendwann zukommt. Aber das sieht nicht so aus, als ob hier noch irgendwas fährt. Turm? Zuerst der Turm. Vielleicht haben wir im Turm irgendetwas. Nö. Dann also hier rechts. That was part of a pattern. Large pieces of this country were thrown away, doomed to become, and then remain, the worst versions of themselves. Beneath all that rot, dark things grow.
kann auch so ein bisschen ranzoomen, habe ich gerade herausgefunden. Warte, wo war das? Da? Guck. Oh, guck mal, da hinten haben wir ein paar Hütten. Ich glaube, wir sollen uns mal auf den Weg machen zu den Hütten. Also, würde ich jetzt machen persönlich. Ich laufe auch etwas schneller, das habe ich auch herausgefunden, dass wir das machen können. Ist da rechts vielleicht was? Nee. Nee, nee. Also ab über die Brücke. In unser Verderben hinein. Vielleicht Verderben, wer weiß. Vielleicht ist das ja auch eine tragische Liebesgeschichte. Ich habe nicht wirklich viel auch von dem Spiel angeguckt. Ich habe nur mitbekommen, dass es hier ultra gehypt worden ist in Deutschland. Und ich bin mal gespannt, wieso. Also bisher turnt es mich ja schon ein bisschen an. Ich mag so mysteriöse Sachen. Und ich finde es wirklich schade, dass ich das im Livestream jetzt nicht machen konnte. Aber naja, so kriegt das so oder so zu sehen. Ist auch quasi live und hochgeladen. Also ich spiele es jetzt live für mich und lade es dann hoch. Mehr oder weniger uncensored. Ist da hinten denn irgendwas? Ich glaube nicht. Ich laufe mal schnell über die Brücke. Geht das auch etwas flotter hier. Zack, 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 zap, 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 zap. Und gleich sind wir am Ende. Von daher slowen wir mal ein Stück runter. Alter, Alter. Die Musik ist richtig cool. Ich muss mal gucken, dass ich die Musik vom Pegel ja so einspiele, dass meine Stimme noch zu hören ist, aber ihr die Musik auch super geil hört. Oh, das sieht nicht gerade nett aus. Also nicht mehr. Das war bestimmt mal nett. Ich möchte mal zuerst hier hochgucken. Aber wieso hat niemand der Leiche geholfen? Vielleicht hat die niemand mehr entdeckt. Hm. Und was haben wir eigentlich für eine Fähigkeit? Hallo, ist hier irgendjemand bei der Hütte? Moin. Ist hier irgendjemand da? Irgendjemand? Hallo, bitte antworten. Bitte, bitte, bitte einmal antworten. Bitte, bitte, bitte. Lesen. Text. Ich beschwöre die Knochenlosen, den einen der Leeren, den Zerstörer der Schiffe und den, den die Winde furchten. Hört mich. Großer Gesandter Focalor, Focalor, Focalor. Ich möchte einen Pakt mit euch schließen, um meine Feinde zu verwirren und meine Besitztümer zu beschützen. Nutzt die Tore als der Verwirrung, um ihr Urteil zu trüben. Versiegelt den Weg mit Falschheit und List und gewährt nur denjenigen Zutritt, die das echte Innenleben erkennen können. Aglon Tetragramm Vaicheon, was ist das denn für ein Rezept? Stimulamanton Esphares Testramrum Olium Irion Acition Exition. Ich fühle mich gerade, als ob ich irgendwas Schlimmes beschwören würde. Amen steht noch am Ende. Oh. Möchte ich da rein? Ich habe, glaube ich, irgendetwas Schlimmes beschworen. Kann ich hier erst noch hoch? Ich möchte mich erst hier oben noch einmal umgucken. Hier oben haben wir nämlich auch so ein blaues Tor. Und einen kleinen Balkon. Oh, schön. Guck mal. Schön. Ich finde es immer toll, was man aus der Unreal Engine noch rauszaubern kann. Sollen wir da rein? Ui. Okay, es ist zu. Ist noch ein Tor? Ich fühle mich gerade so ein bisschen unbehagt. Hallo? Irgendjemand da? Bin ich ganz woanders? Fragezeichen? Sind es Teleportationsfelder? Also das ist, glaube ich, nicht der Standort, wo ich gerade war. Vor allem war ich oben. Stimmt, ich war oben. Wieso bin ich unten? Bin ich ganz woanders hin? Fuck, Alter. Nee, da ist die Brücke. Ich bin im anderen Haus. Wieso? Hä? What the fuck? Was geht denn hier ab?
Was geht denn hier? Ich raffe gerade gar nichts. Ich glaube, so geht's euch aber auch. Dachboden, Dachboden, Dachboden. Hallo, ist irgendwas auf dem Dachboden? Hallo? Nee. Ich gehe mal oben durch das Tor. Vielleicht ist da irgendetwas. Einfach rein, einfach rein, einfach rein. Hallo? Irgendjemand da? Nein? Okay. Schöner Sessel. Oh, der ist cool. Fast wie im Kino. Ein paar Bücher, okay. Bin ich jetzt immer noch in dem anderen Haus oder bin ich jetzt wieder auf der anderen Seite, wo ich ursprünglich war? Ja, jetzt bin ich hier wieder. What the fuck happened hier? Oh, und der Zauber ist vorbei. Okay. Alles sehr merkwürdig, wirklich. Kurios. Dann brauche ich mir das andere Haus aber auch nicht mehr wirklich angucken. Weil wir waren da ja jetzt schon drin. Aber da unten ist was. Komm, das gehen wir jetzt noch begutachten in dieser Folge. Einmal hier rum. Vielleicht können wir hier einfach runterstürzen. Quasi abkürzen. So. Hallo? Ich fühle mich so alleine in dem Spiel. Hallo? Hallo? Ach, guck mal da unten. Sollen wir da hin? Ist das ein Damm? Das ist, glaube ich, ein Damm, ne? Oh, das sieht cool aus. Können wir das anmachen? Nee, da sind keine Knöpfe drin, okay. Ich möchte aber auch nicht runterstürzen, weil das wäre nicht gut. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von The Vanishing of Evan Carter wiedersehen. Ich sage Dankeschön, genießt noch ein bisschen hier den Ausblick, der ist ja echt wunderbar. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, es wird noch mehr kommen. Und von daher, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss.